Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Shogun Showdown. Ich bin echt froh, dass es jetzt endlich released wurde. Zwar immer noch Early Access, aber immerhin besser als die Demo, die ich ja damals schon durchgesuchtet habe, ohne Ende. Alle Achievements geholt habe und so weiter. Auf jeden Fall, jetzt ist es raus im Early Access. Ich habe schon ein bisschen gezockt, schon alle Charaktere freigeschalten. Und bin aber noch nicht ganz durch. Ich zeige euch trotzdem mal das Game, weil ich es einfach nice finde und vielleicht wollt ihr es euch ja auch holen. Wir fangen an, es ist ein bisschen Roguelite-Card-Builder, ein bisschen. Hat aber Turn-Based-Combat, was ich ganz interessant finde. Und der Punkt ist, jede Aktion, die wir machen, ist ein Turn. Das heißt, wir können uns jetzt bewegen, ist ein Turn. Wir können ein Skill auswählen, ist ein Turn. Wir können ein Skill auswählen, ist ein Turn. Wir sehen auch mal gleichzeitig, was die Gegner vorhaben. Wichtig auch unsere Orientierung. Wenn wir jetzt W drücken, können wir uns auch umdrehen. Das ist die Richtung, in die wir angreifen. Der Gegner zeigt uns auch an, was er vorhat. Wir können auch warten, ne? Und dann sehen wir, der Gegner würde jetzt angreifen, deswegen leuchtet das. Der Clou ist, oder interessant ist, wir sind immer als erstes dran. Das heißt, wenn ich jetzt execute, dann kann ich meine gesamte Attack-Chain, die ich hier geladen habe, executen und die Gegner killen. Wichtig dabei ist, das Executen der Attack-Chain ist auch nur eine Turn. Das heißt, ich kann nur ein Skill laden, wie hier. Eine Turn. Ich kann aber auch zwei Skills laden. Ja, genau. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir gerade sonst Damage kassieren würden. Und ich kann aber auch zwei Skills laden und dann mit einmal executen und dadurch ist quasi meine, verschwende ich nur eine Turn bis zu drei Attacks. Also man kann drei Attacks in die Chain laden, maximal. So. Und sonst geht es darum, nicht gehittet zu werden. Deswegen killen wir jetzt mal schnell die Gegner hier. Easy. Und weiter geht's. Dann hier. Wir können entweder skippen, rerollen oder uns halt eine neue Sache aussuchen. Holen uns durch einen neuen Skill erstmal. Backstrike ist jetzt nicht der beste, aber besser als nix. Da geht's schon weiter. So, die Jungs hier sind ein bisschen ekelhaft, weil die so einen Charge-Move haben, der über das ganze Feld geht. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass wir den zuerst ausschalten. Dann nehmen wir so Backstrike, der nach hinten schlägt. Auch wichtig zu wissen. Wir können den anderen auch rausnehmen. So, dann geht's weiter. So, jetzt machen wir mal ein Combo. Ein Kill, zweiter Kill, Combo. Combo Kills increasen unseren Combo Counter hier oben und haben noch ein paar andere Benefits, von wegen manche Artefakte, sage ich jetzt mal, die man laden kann, haben da einen positiven Effekt drauf einfach. Ja. So. Naja, okay. Das hat nicht funktioniert. Egal. Und weiter geht's. Es gibt auch Items, die man aufsammeln kann, muss man aber nicht aufsammeln, die Items werden automatisch am Ende der Runde aufgesammelt, wenn man sie nicht selber aufsammelt. So, jetzt können wir uns mal unsere Fähigkeiten unseres Charakters anschauen. Wir haben Swap, damit können wir einmal den Gegner wechseln. Das ist wichtig, um den rauszunehmen. Dann dodgen wir die Attack. Zack, zack. So, weiter geht's. Jetzt hat man gerade gesehen, die Gegner sind schon nachgespawnt. Die Gegner spawnen entweder nach, wenn man alle besiegt hat, oder es gibt auch ein Time Limit. Wie lange das genau ist, weiß ich auch nicht. So, wir können jetzt zum Beispiel auch Skills wieder rausnehmen, wenn wir sagen, wir wollen sie nicht nutzen. Und Gegner können sich gegenseitig selber angreifen, das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Und man sieht oben auch an dem Wave-Counter, wann die nächste Wave kommt. Das fängt dann an zu leuchten. So, jetzt haben wir erstmal ein Ultra-Mega-Upgrade hier. Double Strike. Das heißt, die Attack wird zweimal ausgelöst und den ersten Bossfight. So, wir fangen einfach direkt mal an. Zack, machen gescheit Schaden. Den nehmen wir raus direkt. So, und jetzt müssen wir den Boss halt ein bisschen dodgen. Solange wir unsere Skills aufladen. So. Jetzt würde er seine Attacks machen. Das heißt, wir swappen wieder. Da müssen wir zwar den Weg jetzt wieder gut machen, aber alles gut, entspannt. Lieber kein Schaden taken ist erstmal das Wichtigste, gerade am Anfang. So, jetzt die Sache. Jetzt könnten wir dashen und ihm Schaden machen, aber dann würden wir wahrscheinlich von dem hier kassieren, weil unsere Cooldowns sind rechtzeitig fertig. Okay. Jo, und dann ist er auch down. Wunderbar. So, wir haben den ersten Boss gekillt. Dafür gibt es Skulls. Skulls sind quasi unsere Meta-Progression, mit der wir... will ich den jetzt da drauf machen? -4 Cooldown für -1 Damage. Ja, komm.
Es macht zwar erstmal kein Damage mehr, aber hier kriegen wir nochmal Damage Upgrade, yes. Skulls sind unsere Meta-Progression, mit der können wir quasi in den Shops mehr Teils freischalten und gleichzeitig auch mehr Skills freischalten, die wir dann bekommen können in unseren Runs. So. Genau, jetzt haben wir noch Geld dafür. Genau, wir würden noch einen Coin extra bekommen, wenn wir einen Combo-Kill machen. Und da wir noch so early sind im Game, ist der erste Shop, macht es durchaus noch Sinn. Dann versuchen wir auf Combo-Kills zu gehen, kriegen mehr Money, können wir mehr ausgeben. Ist immer nice. Okay, let's go. Und es ist immer so, es gibt immer Waves und dann Boss. Ganz easy Prinzip eigentlich. Okay, so, jetzt nehmen wir erstmal den hier raus. Dann dodgen wir einmal, damit wir keinen Damage kriegen. Zack, zack. Okay, wunderbar. So, machen wir einmal den hier. Einmal den hier. So. Gut. Jetzt müssen wir den rausnehmen. Jetzt kassieren wir aber hier von ihm. So, dann könnten wir jetzt mal hier einen Skill nutzen. Einfach damit wir hier safe sind. Ja, verlieren wir kein Leben. Tränke kann man jederzeit einsetzen und kostet auch keine Turn. Das sage ich ganz praktisch. Das hier ist ein Mobility-Skill. Was ist das denn jetzt, Jungs? Ja, den müssen wir eigentlich taken, ne? Kommen wir nicht drum rum, ja. Okay. Dann taken wir den. So, jetzt machen wir hier einen Combo-Kill, damit wir ein bisschen mehr Money kriegen. Die haben schon zwei Münzen fallen gelassen. So, dann triggern wir hier seinen Attack, gehen aber durch ihn durch, dann schlägt er dahin, stört uns nicht. Nochmal ein Combo-Kill, wunderbar. Den schießen wir ab. Perfekt. So. Und zack. Der ist auch down. Okay, noch mehr Speerkämpfer. Können wir probieren, dass wir vielleicht den Cooldown. Okay. Komm, beweg dich vor. Nochmal Combo-Kill machen. Wunderbar. So, der nächste Boss kommt jetzt. Minus ein Cooldown. Zack. Gut, der Wanderer. Ach, wir sind der Wanderer. Er ist Ivo, der Impaler. Ja, weil der hat so den Pale-Skill. So, aber wir wollen natürlich Damage machen. Wunderbar. So, jetzt hat er zwei Skills geladen. Man kann hier auf dieses Fragezeichen klicken, dann sieht man, welche Skills er gerade hat, was die machen. Der greift alle das zweite Feld an, der das erste Feld. Deswegen dodgen wir einmal, dodgen nochmal. Zack, werden wir nicht getroffen. Wunderbar. So. Jetzt greift er an. Der Feld geht zwei Angriffe. Wir haben unseren Mobility Skill, dadurch dodgen wir. Backstep, zack, zack, zwei Attacks, wunderbar. Wir laden den Pfeil, schießen, wunderbar. Jetzt könnten wir das machen, dass wir hier nochmal swappen und dann nehmen wir beide nochmal raus für mehr Combo und dann finishen wir ihn. Wunderbar. Das war ein cleaner Fight, sehr gut eigentlich. Jetzt kriegen wir einen Cooldown, einen Damage. Jawohl, das nehmen wir auf jeden Fall auf unseren Bogen noch mit. So, jetzt haben wir hier Shops. Jetzt können wir entweder Max Level Upgrade und ein Enchantment holen. Da wir mit dem Skill hier arbeiten wollen, holen wir uns Max Level Upgrade, damit der nochmal ein extra Upgrade kriegen kann. Dann kriegen wir vielleicht drei Damage, dann sind schon sechs, weil er jetzt zweimal ausgeführt wird. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir noch. Wir haben hier so einen Chill Skill, da verkaufen wir mal unseren Curse, damit wir hier gut sind. Wir könnten überlegen, ob wir die Pockets kaufen, aber die finde ich nicht so geil. Und sonst können wir uns nicht leisten. Also geht's weiter. Moonlit Port. Das sind die Archer. Die sind immer ein bisschen bitter. Die müssen sofort rausgenommen werden. Ja. Weil die machen halt Schaden und sind halt auch immer schwierig zum Ausweichen. So, wir können jetzt noch einen Skill reinpacken. Würde uns aber nicht viel bringen. Ja, nee, wir können leider nicht mehr. Doch, wir können theoretisch einen Triple Kill machen. Zwar indem wir das Ganze jetzt so machen. 1, 2, zack.
Okay, die hätten wir gar nicht gebraucht. Mein Fehler. So, dich werden wir erst... Ah, shit. Jetzt haben wir kassiert. Nehmen gleich mal einen Trank. Trank halt drei Leben. Also alles cool. Ja. Dann machen wir das. Ja, jetzt. Jetzt ist hier aber alles Kacke. Jetzt kassieren wir nochmal. Okay, jetzt habe ich gerade völlig verkackt. Egal, ist ja nur Explainer Run. Ich erkläre euch ja nur, wie das Spiel funktioniert. Ne? Wir müssen ja hier. Ja, genau. I knew it. So, wie machen wir das jetzt am schlausten, dass wir hier alle killen? Hier machen wir so. Der soll noch eins vorgehen. Ja, killen wir immer noch nicht alle. Aber egal. Muss ja nicht alles haben. Muss nicht alles Combo-Kills sein. Es reicht ja, wenn wir ein bisschen extra Money machen. Wir wollen ja hier eigentlich nur einen Explain-Run machen. Jawohl, wunderbar. 3 Damage. Das will ich. Jetzt macht der Skill 6 Schaden. Damit ist er eigentlich schon overpowered. Ja, komm. Gib ihm. Wunderbar, der ist down. So. Passt. Combo Kill. Die Lanzenträger sind immer ein bisschen tricky bei denen. Also die Maps, ne, sieht man ja vielleicht auch, haben unterschiedliche Länge. Die hat jetzt 5, manchmal haben sie auch 7 oder 9 Felder. Und die Lanzentypen sind immer ein bisschen tricky zum Handeln. Weil die auch, ja, weil die halt nur ein Feld vorgehen müssen, aber zwei Felder angreifen können. Dadurch hat man echt relativ wenig Bewegungsfreiheiten. Das will man natürlich vermeiden. So. Dagegen sind die easy. Jeder Gegner hat auch unterschiedliche Angriffspatterns. Und was eigentlich noch wichtig zu wissen ist, ist... dass Gegner nur angreifen, wenn sie uns treffen können. Das heißt... wenn Gegner keinen Angriffspfad zu uns haben oder uns nicht treffen würden, dann greifen sie nicht an, auch wenn sie angreifen könnten. Das heißt, man kann auch Gegner quasi als Schild oder als Bodyblock nutzen. Minus ein Cooldown. Nochmal hier drauf. Auch den Arrow will ich nochmal Damage haben. Oder ein Attunement. Enchantment, sorry. So. 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 Zack, zack. Erstmal die beiden rausnehmen, das Wichtigste. Ja. Dann kommst du weg. Und zwar so. Wunderbar. Gut. Man hat auch so viel Zeit, wie man will, um seine Turns sich zu überlegen. Allerdings läuft oben ein Timer. Und es gibt ein Stamp, also Achievement, wenn man es in unter 30 Minuten schafft. Hier ist natürlich ein wertes Unterfangen. Lalalala. Zack, zack, zack. Wunderbar. Okay, jetzt können wir uns nochmal das anschauen, was ich vorher gesagt habe. Er wird jetzt seinen Attack nicht triggern, weil er mich nicht treffen kann. Das heißt, wir können hier schön die Situation runterspielen. Und zwar so, dass wir entspannt angreifen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir getroffen werden. Das heißt, wir können dann quasi reindashen und dann müssen wir uns keine Sorgen machen. So, jetzt blinkt es hier, das heißt, jetzt spawnen gleich neue Gegner. Wunderbar. Den müssen wir rausnehmen. Hilft alles nichts. Ja. Okay, wunderbar. Der kommt weg. So. Das können wir jetzt, wie gesagt, der bewegt sich auch jetzt nicht, weil er quasi nichts machen kann. So, wir nehmen den raus. Ah, okay, jetzt habe ich meine Skills falsch geordert. That's on me. Aber okay, passiert. Muss feststellen, dass ich, wenn ich Let's Play ist vielleicht falsch, wenn ich aber das Game explaine und derweil spiele, dann
passieren viel mehr Fehler, als wenn ich das nicht machen würde. Das Lustige ist auch, dass die Gegner alle gleich Angriffspatterns haben. Zum Beispiel die Speerkämpfer bewegen sich nur, wenn sie einen sehen. Die Schwertkämpfer gehen vor und zurück. Ja? Die großen Fetten, die Fünfer mit 5 Leben, die tun immer weiter nach vorne gehen, auch wenn sie keine Skill geladen haben. Man kann also ein bisschen auch die Patterns der Gegner lernen. Wir könnten jetzt einen Teil sacrificen mit 40 Coins. Wir haben aber echt viele Coins, deswegen rerollen wir einmal. Shockwave, jawohl. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Ein Enchantment für unseren Bogen. So, jetzt kommen die Twins. Bei Twins ist ganz lustig, die können sich auch gegenseitig angreifen. Sollte man immer ein bisschen überlegen, ob man das nutzt. So. Jetzt würde er mich schon angreifen. Ne, wollen wir eigentlich nicht. Triggern jetzt sein Attack. Switchen einmal durch. So, und dann gibt es Damage hier. Zack. Wunderbar. Und wieder nochmal Damage. So, jetzt ist die Sache. Er wird einen Schritt vorgehen und seine Attack triggern. Er wird sich seine Attack triggern. Wenn wir jetzt durch ihn durchdashen, kriegen wir immer noch Schaden, weil es auf beiden Seiten macht. Das heißt, wir müssen eigentlich einen Schritt nach vorne machen, damit wir durch ihn durchdashen können. Dann trifft er seinen Ally. Wir tun nur das hier reinstellen und das hier und geben nochmal richtig Damage. So, jetzt. Wir werden wieder getroffen. Wir dashen. Okay, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ich hätte noch eine Runde warten sollen. Alles gut. Einmal durch. Skill. Und tot. Wunderbar. So, was kriegen wir? Ah, nur Shit. Nur Shit. Danke für den Trank. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Curse oder ein AP, wenn wir Triple Kill machen? Ja. Ah, finde ich immer nicht so praktisch. Der hier lässt sich so schlecht planen, was passiert. Und einen Cooldown braucht man jetzt nicht unbedingt. Gehen wir weiter. Auf geht's zum Spirit Gateway. So, der ist ekelhaft. Das heißt, wir werden uns direkt um ihn kümmern. Übrigens, die roten Dinger kosten keinen Turn zum Adden. Ja, das ist immer ganz praktisch. So, einmal hier. Curse, zack, tot. Schon wieder so einer. Jetzt haben wir keine Skills frei. Das ist natürlich auch Kacke. Das heißt, wir warten ein bisschen. Dann dodgen wir. Dann greift er in die Richtung an. Und wir kassieren einmal. Gut, ist so. Kann man nichts machen. Der hier muss weg. Ja, wir machen Combo-Kill. Einmal so, durch und durch, zack. Dann stehen wir auch am Ende. Es ist immer ein bisschen entspannter, finde ich, am Ende zu stehen. Also man vorne steht, aber ist natürlich immer ein bisschen abhängig von welchen Charakter man spielt. Der Wanderer ist hier. Jetzt haben wir da noch einen Heal-Trank, dann machen wir mal ein Schild. Der Wanderer ist immer jemand, bei dem das sehr gut funktioniert, finde ich. Dass man quasi, wenn man am Ende steht, am Rand steht, dass man nicht so viel Schaden kriegt. Bei den anderen muss man immer ein bisschen aufpassen. Naja, das funktioniert alles nicht. Das braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Wenn man das runter tut, dann geht der Cooldown nicht an, ja. Also wie gesagt, die haben alle einen Cooldown. Ja. Eis plus 2 Cooldown. Jawohl, Eis ist immer geil. Super. Gut, den müssen wir rausnehmen. Und ich nehme auch raus. Wunderbar. So. Wunderbar. Zack, zack. Und du gehst auch weg. Der muss raus. Ja. Wir dodgen. Das war dumm von mir.
Wie immer. Da hätte ich nachdenken sollen. Habe ich aber nicht. Bin also selber schuld. Okay, gut. So, und dann du auch noch. Zack. Wunderbar. Ah, der muss raus. Das heißt, wir gehen hier rein, killen ihn. Dodgen einmal. Skillen hier das. Killen ihn. Wir kriegen es, glaube ich, nicht hin, dass wir da genug Zeit haben, noch zwei Skills zu laden. Um ihn zu killen, macht nur Sinn, wenn ich ihn auch killen kann. Können wir schon mal das hier laden. Zack. Einmal durch und wunderbar, die beiden sind tot. Wir triggern. Ah, ja, genau. Ich würde sagen, wir triggern einmal die Attack. Aber da waren wir natürlich, wie immer, haben wir nicht nachgedacht. Aber egal, Explanation Run, ja. Der nächste Run ist dann wirklich mit Hardcore, dass wir auf Sieg spielen. Dann spielen wir auch auf den härteren Schwierigkeitsstufen. Ah ja, genau, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, was ich noch nicht habe, dann habe ich das jetzt damit getan. Wir können die drei am besten perfekt zusammen rausnehmen. Ja, das wäre natürlich schön. Am besten so, ja. Den hier weg, einmal durch, die beiden raus und ihn hier. Einmal den hier weg. Dodgen, damit wir nicht getroffen werden. Killen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn hier rausnehmen. Das heißt, wir brauchen den hier. Den hier, den hier. So, Eis friert die Gegner übrigens ein, dann können sie nichts machen. Für eine Runde oder für drei. Also, für drei Runden. Wobei halt in diesem Game, ne, drei Runden sind echt schnell vorbei, weil man halt so absolut fast mit den Turns ist, weil jede Bewegung einen Turn. Ist halt, darf man nicht vergessen. Okay, gut. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Bogenschützen loswerden. Besten so. Und deswegen sind die halt so, ich sag mal, ekelhaft. Ja, okay, das ist auch Kacke jetzt von mir. Das war schlecht geplant. Ja, oder vielleicht gar nicht so. Das habe ich glücklich gelöst. Wir werden aber trotzdem von dem kassieren. Lässt sich nicht vermeiden, ja. Kann man nichts machen. Gut, nehmen wir. Was kann ich machen? Nichts. Ja, okay, es war auch unglücklich. Das heißt, wir spielen den so. Dann können wir ihn killen. Dann skillen wir das und dann können wir ihn rausnehmen. Wir haben jetzt auch hier zwei Poison-Karten und ein Gift liegen, aber wie gesagt, man muss ja nicht, wenn man nicht möchte. So, jetzt kann der hier mal schön dem hier Schaden machen, damit ich das nicht machen muss. Wir müssen eins vorgehen. Dann müssen wir eins zurückgehen. Und dann killen wir den erstmal. Und dann nehmen wir den raus. Wunderbar. Es ist wirklich schön, weil es so taktisches Vorgehen ist teilweise. Und sich echt überlegen muss, wie macht man das Ganze jetzt. So. Jetzt kommt die Statue. Die Statue ist prinzipiell ein Damage Race. Wir geben erstmal richtig Damage hier. So. Wir müssen einmal zurückgehen. Wir dodgen einmal. Nehmen den raus. So. Die Statue kann man auch nicht moven, das ist immer das Problem an der Statue. Oder was heißt Problem? So ist halt die Statue gebaut, ne? So, wir nehmen zuerst den raus.
Dann gibt es hier Double Damage. So, ja, wir müssen warten, bis wir hier skillen können. Ah, jetzt müssen wir natürlich weit zurückgehen, weil die Statue hier jetzt Stress machen will. Ja, genau. Das war natürlich jetzt richtig bitter, richtig. Das ist actually, ja, wir werden jetzt richtig kassieren, weil der schlägt uns zuerst mit 2. Dann wird er uns ranziehen und uns 4 und 2 geben. Genau. Das nennt man wohl einen typischen Anfängerfehler. Gut, dann gehen wir halt voll auf Damage. Oh, shit. Wieso muss ich so viel Damage fressen? Dafür ist sie jetzt tot. Okay, das war ein klassischer Anfängerfehler. Deswegen weiß ich nicht, ob den Run jetzt überhaupt abschließen werden. Am Ende aller Tage. Schauen wir mal. Wir bräuchten nochmal ein Enchantment Upgrade. Schauen wir mal, was wir kriegen. Double Strike nochmal. Ach, die sind alle vom Cooldown schon so hoch, dass man das nicht machen kann. Wir kaufen jetzt erstmal noch einen Heiltrank. Heilen uns erstmal wieder voll. Was haben wir hier? If you moved. Ja, das bringt mir auch alles nichts. Double Strike. Ja, yeah, ich meine, why not? Besser zu haben, als nicht zu haben. Dann tun wir immerhin ordentlich Schaden machen. Das ist schon mal auch einiges wert. Gut. Jetzt machen halt immer nur 4. Das ist 5. Ich brauche 5. Und immer schön Combo-Kills machen. So. Ja, ja. So, was machen wir mit euch jetzt? So. Okay. Wir müssen jetzt ein bisschen safe spielen. Dass wir nicht kassieren. Aber gut. Alles easy. Jetzt hasse das. Okay, ja. Ja, egal. Dann halt so. Das Schild übrigens tankt ein Damage, ja. Jawohl, dann upgraden wir dich noch. Wunderbar. Also Schild tankt ein Damage. Das heißt, man muss nur einen Attack machen. Das ist wie Divine Shield bei Hearthstone. Das ist übrigens hier nett. Hier gibt es 15 Waves. Das spawnt jede Runde einen Gegner. Immer. Super. Super lustig. Not. Ja, wieder Triple Kill. Nice, gibt ordentlich Money. Okay, gut. Okay, geschafft, ohne Damage zu nehmen. Die Runde war gut. Nochmal Cooldown reducen. Ja. So. Wie ich das hasse. Die Jungs. Mag die einfach nicht. Dann nimmt man immer Schaden. Also, wenn so viele kommen, nimmt man einfach immer Schaden.
Okay, das hat man jetzt auch besser lösen können mit einer Combo, aber man nimmt, was man kriegen kann. Was brauchen wir denn, um ihn zu killen? Eigentlich den Pfeil. Okay. Dann warten wir halt, dass wir den Pfeil haben. Gut. Zwei, wieder zwei von denen. Können durch ihn durch. Ihn killen. Und dann haben wir immer noch nichts, um ihn zu killen. Aber können durch ihn durch. Und dann. Ja gut, dann machen wir halt so ein Triple. Dann kassieren wir einmal zwei. Hilft alles nix. Okay, die beiden nehmen wir erstmal schnell raus so. Heilen einmal. Heilen, das kostet keine Turn. Okay, und jetzt müssen wir wieder Skills sammeln, dass wir ihn rausnehmen können. Am besten also so, so. No. So. Zack, zack, du bist down und du bist raus. Okay, wir haben zwei Archer. Können sogar einmal breaken. Dann müssen wir dodgen. Ja, und dann kassieren wir wieder. Falsche Taste gedrückt. Falsche Taste gedrückt. That's on me. Ja, nehmen wir dich raus. Ja, hallo. Ich wollte einmal vorbeischauen und sie umbringen. Dankeschön. Gut. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie man das Game am besten nicht spielt. 8 Damage. Jetzt haben wir die Statue Nummer 2. Nenne ich sie immer. Also das ist eine Statue, die sich bewegen kann. Aber deswegen nicht minder schwierig zu taken. Na, wie spielen wir das? Wir können jetzt eins vorgehen ihn schon mal rausnehmen. Aber wir können auch noch warten. Und das hier noch. Und das hier noch machen. Aber wir können jetzt noch durchgehen. Ja, okay. Falscher Skill genommen. Passt. Egal, Damage gemacht. So. Jetzt greift er an. Das kann er schön mal auf ihn setzen. So, und dann gibt es hier nochmal ordentlich Damage. So. Jetzt müssen wir hier durchdodgen, fast schon. Ah, ja, okay. Dann spielen wir das Ganze so. Und killen ihn. Wunderbar. Easy Game. Easy Game. Ein Damage, ein Cooldown. Ja, why not? 5 Damage ist immer praktisch. 5 Damage ist auch so ein Breakpoint, ne? So, Cooldown Reduction oder Tile Removen. Wir wollen wahrscheinlich beides nicht machen, aber wir können hier nochmal im Guarding Shop schauen, ob es ein geiles Guarding Item gibt für uns. Erstmal gibt es for free einen Trank, das ist schon mal nice. Cooldown auf jeden Fall machen wir. 2 Max AP. Nehmen wir mit. 2 Max HP besser als nix. Und noch einen Trank kaufen wir uns auch noch. Ja, dann sind wir eigentlich ganz set, würde ich sagen. Vorletzter Fight. So, die sind ekelhaft. Und ich weiß nicht, warum ich gerade den Skill genommen habe, aber egal. Interessiert uns nicht. Wir nehmen erstmal alles raus. Ja, gut, wir kassieren einmal. Hätte ich einen anderen Skill nehmen müssen, selber schuld. Wir machen heute viele Fehler, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber hey, man lebt nur einmal. Beziehungsweise im Roguelike lebt man ja eigentlich ziemlich oft. Man stirbt halt aber auch oft, aber ansonsten ist es eigentlich ein ganz entspanntes Leben. Zack. Der muss raus.
Ja, du kannst auch raus. Zack, zack. Der muss raus. Und der ist raus. Okay, wunderbar. Den können wir schön so rausnehmen. Zack. Der muss sterben. Da tun wir gleich beide killen. Okay, die sind alle easy. Wir nehmen. Ah, die sind nicht easy. Wir müssen auf jeden Fall das so spielen, weil wir sonst von dem kassieren. Aber easy. Und jetzt können wir beide rausnehmen. Perfekt. Den Archer. Das ist jetzt Overkill, den so zu killen, aber. Hey. Was macht man nicht alles? So, und dann den noch. Wunderbar. Letzte Wave. Okay. Easy. Haben wir gut gemeistert. Ein Damage, ein Cooldown. Sechs. Joa, nehmen wir. Sechs Damage. Okay, jetzt Nubuga de Vigt. Bei der ist wichtig, die kann man nur. Oder ihm. Gute Frage. Er oder sie, ich weiß nicht. Man kann nur Damage machen, wenn sie im Licht steht. Das ist natürlich für uns erstmal kein Problem. Ja, wir skillen erstmal Forward Damage. So. Dann lassen wir sie jetzt vorgehen und wir drücken einfach mal richtig Damage. So, wunderbar. Und ab sofort spielen wir nur noch das Waiting Game. Ja, einfaches Waiting Game. So. Und zwar ist der Trick, man kann sie freezen. Also manche Bosse sind immun gegen Freeze, aber sie nicht. Oder er. Deswegen lassen sie das herkommen. Zack, zack, Freeze und Damage drücken. Das Problem ist nämlich, das zeige ich euch jetzt mal, wenn man jetzt nämlich hier durchdodgt, ja, dann ist sie ja nicht mehr im Licht. Und deswegen brauchen wir always, always den hier. Oh, jetzt ruft sie Leute. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Die müssen wir natürlich killen. Hilft alles nichts. Okay. Aber wir können ja hier nach wie vor. Jetzt die Frage, wollen wir. Das sind 8 Damage, das ist mehr wert. Also nehmen wir das raus und zack, zack, zack. Easy. Ah, guter Run bis jetzt. Gibt es nochmal einen Damage Upgrade Shop? Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Damage Upgrade skillen wollen. Ja, ein Damage for free. Ja, kann man schon machen, würde ich sagen. Dann wir heilen uns nochmal. Wir haben gerade einen Schildtrank bekommen. Den verkaufen wir. Wir kaufen nochmal einen normalen Trank, Heilungstrank. Das brauchen wir nicht. Wir wollen eigentlich nicht, dass unser Special Move halt mehr Cooldown hat. 4 Cooldown ist schon lange. So. Wir sind good to go. Shoguns Castle. Letzte Stage. Letzte Stage. Schauen wir mal. Warum? Machst du mein Leben immer so schwierig machen? Jetzt greift er an, ne? No chance, dass ich beides verhindere. Dann müssen wir aber trotzdem. Ah, oh, doch, wir können dodgen. Optimal. Okay. Ich habe mich verzählt. Ich habe mich verzählt, ich habe mich verzählt. Kann passieren, kann passieren. So, okay, wunderbar. Also, das kostet hier keine Runde. Spielen safe.
Wir spielen das Ganze safe runter. Okay, perfekt, wunderbar. Da ist nochmal ein Schildtrank, das heißt, wir aktivieren unser Schild, um es nicht zu wasten. Jetzt müssen wir irgendwie durch, dass wir die beiden killen. Ja, Spammer können wir erstmal den ersten killen. So. Ich habe überhaupt gar nicht zwei Fernkampfangriffe, das heißt, ich muss auf jeden Fall einen taken. Komme ich gar nicht dran vorbei. Ah! Shockwave! I completely forgot, ich habe meinen Enchantment vergessen. Shockwave macht nochmal einen Schaden dahinter. Das war natürlich jetzt lucky. Oh, das gilt. Je nachdem, wie man fragt. Du musst raus. Du gehst raus. Wir müssen auf unseren Arrow warten, dass der ready ist. Sonst können wir nichts machen. Ja, okay. Mein Fehler. Genau das wollte ich eigentlich machen, aber habe ich natürlich verkackt. So, mal ganz schön fokussiert arbeiten hier. Okay, dann. Ein Max-Level. Das würde uns nichts mehr bringen, weil jetzt kommt der Endfeind. Der Shogun-Showdown. Puh, okay, wir sind eigentlich ganz gut da. Max-Leben voll, zwei Tränke, ein Schildtrank. Könnte schlecht laufen. Wir wollen natürlich erstmal richtig Damage drücken. Okay, jetzt kassieren wir. Jetzt die Frage, wollen wir drei kassieren und dafür so viel Damage machen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hasse es. Egal was wir machen, wir laufen hier einfach in den in eine problematische Situation rein. Das ist alles Kacke. Okay, so. Den Punch wollen wir eigentlich ja ausweichen. Das heißt, wir spielen es so. Und dann so. 14, wunderbar. Der Shogun ist übrigens gegen, sieht man hier auch, gegen Eis immun. Ja. Na ja, gut, da hätte ich jetzt den noch skillen können. Ja, okay, whatever. Das ist nur ein Mirroring. Das ist okay für mich. Ja. Okay, ist okay für mich. Weil der ist nämlich jetzt down. Ah, nein, ist er nicht. Scheiße. Nein, weil... weil der Fluch ja, die scheiß Kugel ihn ja protected. Okay. Anyways, easy. Phase 2 vom Boss. Jetzt wird's interessant. Es gibt hier noch zwei Schildtränke, die werden wir auch bitter brauchen. Okay, er portet sich jetzt in die Mitte. Und macht einen Skill, der hier Schaden macht. Das heißt, wir müssen erstmal dem Skill dodgen. Okay, dann einmal durch ihn durch, damit wir keinen Schaden kriegen. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir langsam mal anfangen. Er bewegt sich nach hinten und dann das. Das ist okay. Das ist quasi nur ein Mirroring der Situation. Okay, das können wir gerne machen. Du willst dahin. Das müssen wir zu vermeiden.
Da geht wieder in die Mitte, das ist okay. Tun nochmal Damage drücken. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall Schaden, das heißt, wir machen Schild an. Und können ja schon mal hier weiter skillen. Okay. Das sollten wir uns nicht. Ah, ja, okay. Selber schuld. Ah, ganz selber schuld. Alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Und trotzdem gewinnen wir den Fight. Easy. Dun, 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 dun. Oh, wir waren so New Best Combos, New Best Turns, New Best Hits. Und wir haben einen neuen Stamp auch noch freigeschaltet. Und zwar für in unter 1000 Turns. Und was soll ich sagen? Das ist Shogun Showdown. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und macht's gut. Ciao.